Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 3. In der letzten Folge haben wir das Let's Play angefangen. Und bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir richtig, bis auf diese schnellen Kamerabewegungen hier. Aber wir gehen jetzt wieder raus und reden mit unserem Mann. So. Setang. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Medizin herstellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja. Okay. Eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Okay. Was haben wir denn hier? Granaten abkochen. Und Takedown. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Näh dich unbedingt am Gegner. Drücke R3, wenn das Symbol erscheint, um einen Gegner auszuschalten. Du hältst dreifache EP für den Kill. So, hier. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Das war jetzt gerade dumm von Jason reinzusprechen. Ich hätte einfach nur zugehört. Ah, mit ihm. Beifahrer. Ein Technical ist ein improvisiertes Kampffahrzeug, also nur ein Euphemismus für Pickup-Truck mit einem NG auf der Ladefläche. Oder so wie ich nenne es, texanisches Paradefloß, alles klar. Alle Technicals auf Rook Island gehören Vars-Piraten. Sie bieten reichlich Feuerkraft, aber keine Panzerung. Dann haben wir hier Bevölkerung. Haben wir da noch wen? Ja. Nach dem, was ich über das Netz herausfinden konnte, ist der Mann, der sich Dennis Rogers nennt, in Liberia aufgewachsen und mit 18 nach Amerika ausgewandert. Aus unbekannten Gründen verließ er das Land 10 Jahre später wieder. Er tingelte von Job zu Job und landete irgendwann auf Rook Island. Okay. Die Rekyat. Die Rekyat leben schon immer auf Rook Island. Wie die Felsen und der Strand an den Küsten sind sie Überlebende. Bewahrer von Geheimnissen. Nur wenigen wird Zugang zu ihrer Kultur gewährt. Und noch weniger dürfen sich den Reihen ihrer Krieger anschließen. Transport, den Hammergrad, Seilrutsche. Hey, wie kommt ihr dazu, die Stromkabel als Seilrutschen zu benutzen? Ist ja nicht so, als wären die Dinger von einem höheren Wesen extra für euch dahingestellt worden. Die Kids sind so gedankenlos heutzutage. Eines Tages führt eine von denen direkt in den Vulkan. Merkt euch meine Worte. Okay, Tierwelt, Wildschwein. Ich hoffe, du bestehst nicht auf koschere Küche, denn Wildschweine sind die Hauptnahrungsquelle auf Rook Island. Okay. Aus dem Schraubenbaum werden die Rekyat normalerweise Matten und andere weben die Rekyat normalerweise Matten und andere Gegenstände. Man kann damit auch viele lokale Gerichte würzen. Die Pflanzen an sich ist jedoch nicht essbar. Die Samen des Schraubenbaums sind schwimmfähig und können meilenweit über den Ozean reisen, so wie kubanische Flüchtlinge. Bro, what the fuck sind das für Beschreibungen hier? Die Rekyat, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, ne?
benutzen Seetang seit Generationen als Diätnahrungsmittel. Man glaubt, es hebt ebenso gut wie beim ebenso gut beim Abnehmen wie vor Piraten mit Macheten davon zu laufen. Was und Hoyt sollen die Insel an übergewichtige Hausfrau vermieten und das Ganze die Angstdiät nennen. Der Tod wirkt wunderbar für die schlanke Linie. Bro, what the fuck? Tiare, das habe ich kurz off-cam nochmal gesammelt. Oder habe ich das letzte Folge gesammelt? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, das war off-cam. Aber egal. Diese wohlriechende Pflanze wird oft von jungen Frauen getragen. Ihr einfacher Duft wird mit Jugend in Verbindung gebracht, während ältere Frauen denselben Effekt erreichen, indem sie im Blut der massakrierten Träume ihrer Männer baden. Bro, what the fuck? Fackel-Ingwer. Der Fackel-Ingwer passt ausgezeichnet zu Fisch. Allein auf Rock Island gibt es eine Dutzende Rezepte mit örtlichen Fischarten und Fackel-Ingwer. Aber pass auf, manchmal entzündet sich das Zeug spontan in deinem Mund und du bist sofort tot. Der Geschmack ist das Risiko aber jederzeit wert. Gewobener Bienenkorb. Der goldene Bienenkorb ist wegen seines einzigartigen Aussehens begehrt. Die meisten Einheimischen nutzen ihn als Dekoration, aber einige sehen darin ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Wirf ein paar Blüten auf deine Frau und sie springt sofort ins Bett. Das ist eine gute Sache. So, jetzt haben wir aber alles. Oder? Fähigkeiten? Jetzt haben wir das erreicht. Hä? Tattoo ansehen? Ah! Okay, je mehr Fähigkeiten ich hier hole also. Verstanden, Herstellung. Können wir noch irgendwas herstellen? Jagd. Kampf. Waffengurt. Nee. Brieftaschen. Aha, wir können hier also alles machen. Munition. Ich muss auf jeden Fall viel mehr jagen. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, und das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen was? Hat er gerade echt ein Reh überfahren? Dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird Rakyat, das Gebiet okay. Sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist denn im Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel liegen. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Herr Zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Und meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen. Und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Wenn du in der Story vorankommst, schaltest du neue Anleitungen frei. Stelle Spritzen für temporäre Verbesserungen her. Stelle Ausrüstungsstücke her, um deine Inventarkapazität zu erhöhen. Okay. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Anschleichen. Mein Bruder. Waffenwahl. L1 und R. Molotow-Granate. Drei neue Anleitungen für Spritzen. Okay, neues Tutorial. Leise bewegen. Lisha, ich komme. Okay, sind wir hier richtig? Ist das hier das Lager? Irgendwo ist doch was. Da ist einer. Hier sind viel zu viele Leute. Okay, der erste Außenposten also. Ich kann diese Rebellen nicht mehr sehen. Kommst du hier zurück? Verfluchtes Schlammloch. Bro. Ich habe eine Idee. Ich kann
So. Easy. Erfahrungspunkte, sammel XP für Fähigkeitenpunkte. Du findest. Ja, ja, du kannst neue Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü. Kurz. Hey! Hey! Ist das eine Leiche? Ja. Lauft er jetzt dahinter, ist die Frage. Boah, Alter. Leiche plündern. Jede Menge Tote. Keine Panik. Hab dich, du Pisser. Dann geht's halt nicht so. Ich bin hier. Ich muss hier Tote töten auch? Kacke, Alter, echt jetzt? Halten zum Heilen. Das wird langsam und qualvoll. Wo ist denn der? Ach so, die anderen haben jetzt auch abgelegt. Okay. Einer von 34. Ich habe ich schon geplündert. Okay. Neue Ort für Schnellreise verfügbar. Okay. Ja, ja, ich habe schon fast. Da vorne war, glaube ich, Muni. So, jetzt. Ich bleibe aber erst bei der Waffe. Ich könnte zwar umändern auf eine AK, aber da habe ich jetzt irgendwie wenig Bock zu. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatau würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Okay, danke, aber ich möchte meine Freundin holen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Okay. Warum hat es jetzt die Karte geöffnet? Außenposten. Da hinten ist noch einer. Die Insel ist ganz schön groß, muss ich mal sagen. Besuchen, um zu spielen. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Jetzt speichert's. Okay, perfekt. Befreie Außenposten, indem du dort ansässige Piraten tötest. Um neue Schnellreisepunktestationen freizuschalten, die Region sicher zu machen. Neue Aufgaben freizuschalten, XP pro Außenposten zu gewinnen. Wie soll ich denn alle töten unentdeckt? Okay. Gesucht, Todaufgabe, Pfad des Jägers. Bodykiste. Bambuspass. Ja, wo ist denn der Typ? Unterschlüpfe.
Jeder Unterschlupf verfügt über einen automatisierten Shop, in dem du Waffen kaufen und anpassen kannst. Prüfungen der Rakyat stehen dir zur Verfügung. Sternsymbol. Näher dich den farbigen Phasen. Okay. Speicherkarte. Rock Island steckt voll Geheimnisse. Zurückgelassene Speicherkarten von Drogenschmugglern, verlorene Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg und Rakyat versteckte... Eine neue Überlebensaufgabe wurde zugefügt. Okay. Okay, kann ich irgendwie meinen Waffengürtel verbessern jetzt? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Handbuch. Fraktion. Vars Piraten. Das ist die Geschichte von Vars oder Vars Piratenhorden, die zum Vergewaltigen, Plündern und Stehlen auf die Insel kamen. Sie wollen vor allem eins, nämlich Geld, egal was es bedeutet. Vars ist ihr oberster Richter und Hofner der Insel. Doch ist es vielleicht eine Machete, die bald auf ihn wartet? Waffen. Als Arbeitspferd von Armeen, Milizen und Terrorgruppen in der ganzen Welt ist das AK-47 ein Sturmgewehr. Eine Institution und ein Symbol. Die Waffe wurde von den Kommis im Rahmen eines Wettbewerbs entwickelt. Der Gewinner erhielt eine freundliche Gehirnwäsche. So etwas kann sehr entspannt sein, wenn sie richtig durchgeführt wird. Okay. Lesen. Der entführte kolumbianische Drogenbaron gibt endlich die Rezepte seines Kartells preis. Dazu gehört eine außerordentlich effiziente Methode zum Anbau von Coca-Pflanzen sowie zur Herstellung einer Blätterpaste, aus der man 99% reinstes Kokain-Hydrolkolorid gewinnen kann. Wir empfehlen für die Märkte in Brasilien, Südafrika, Nordamerika und Australien sofort mit der Produktion zu beginnen. Aha, okay. Okay, herstellen. Können wir irgendwas herstellen jetzt? Okay, wir können für den Kampf. Vor Verbrennungen schützt. Munitionsbeutel. Raketenbeutel. Alles klar, Bro. What the fuck? Ich muss also Tiere töten, um mehr zu gewinnen. Okay. Aha. Hergestellte Spritzen wirken 25% länger. Mit X wirfst du dich auf einen Gegner und tötest ihn. Drücke... Okay, na. Sprintschlitter, nimm mal das, ja. Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen Haufen Fähigkeiten, die wir erlernen können. Okay. Empfohlene Verwendung verkaufen. Okay, dann verkaufe ich das zurück. Okay, passt. Kann ich meine Waffen verbessern irgendwie? Nahkampfwaffen. Nee, danke. Nee, danke. Wir gucken uns jetzt ein bisschen hier um. Erstmal gucken wir wieder in unseren Beutel, Rucksack. Wir haben ein bisschen Platz. Okay, dann holen wir uns ein paar dieser Sachen her. Und töten ein paar Tiere.
wenn ich sie sehen würde. So, irgendwo hier sind Tiere. Ich höre sie doch. Aha, hier wäre es auch für den Stealth-Eingang gewesen. Ja, ich weiß nur leider nicht, wo unser lieber Freund ist. So, Häuten. Schweineleder. Einfache Spritzentasche, bis zu 5. Hundefell. Als ob, ey. Dieses Game verlangt echt, dass ich jedes Tier umlege, was mir über den Weg läuft, oder? Grüner Pokerchip und 35. Den Chip kann ich eigentlich schon wieder verkaufen gehen. So, dann häuten wir das mal. Ekelhaft. Einfache Brieftasche, okay. Kann ich das häuten? Bitte, bitte sag, ich kann es häuten und nicht nur töten. Du willst mich doch echt verarschen. Wo ist der Hund, den ich hier umgelegt habe? Nee, ich bleibe erstmal bei einer Handfeuerwaffe. So. Okay, interagieren. Benutze die am Zielort gestellte Schrotflinte, um die tollwütigen Hunde zu legen. Okay. Schau nach Pfad des Jägersymbols auf der Karte. Jäge Tiere, um den Respekt der Rakia zu verdienen. Du musst die Waffe und die Munition benutzen, die dir gestellt wurde. Oder eine Machete. Finde die Tiere. Okay, wir laufen mal hin. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Tiere, die wir mitnehmen können. Der hätte Schrotmuni, aber ich habe genug. Okay. Dann laufen wir jetzt dahinter. Okay, das ist ein Open-World-Game, wo ich also machen kann, was ich will. Ja, das Let's Play dazu wird wahrscheinlich lange gehen. Aber die Folgen dafür werden auch dementsprechend zwischen 30 und 40 Minuten lang gehen. Ich meine, anders dauert es wahrscheinlich ewig lang, das Let's Play. Also versuche ich mindestens so lang die Videos zu machen. Wenn ich sie kürzer machen soll, dann schreibt's gerne, aber ich bleibe erstmal bei zwischen 30 und 40 Minuten. So. Tollwütige Hunde, 5. Okay, naja. Dann kriegen wir wenigstens, glaube ich, irgendwas Neues. Wo sind denn die Hunde? Bro? Da lang? Scheint so. Hier lang. Hier oben, okay. Okay. Hier lang? Ne, ich muss höher. Ich höre sie schon.
Wo sind die letzten zwei hin? Ich hasse es zwar, dass ich hier Hunde umlegen muss, aber... Die wollen das so. Außerdem würden die mich auch angreifen. Ja, ich fühle dich, Jason, gerade. Ich fühle dich gerade. Ich bin so ein richtiger Hundeliebhaber, aber in Games, Alter, da wird man oft gezwungen, diese umzulegen, leider. So, da ist noch ein Hund hier. Ja, Jason. Das könnte ich auch nicht. Totes Tier, gutes Tier. Komm, jetzt habe ich meine Pistole weg. Okay, ich hab... Ich muss meine Pistole wiederholen gehen. Auf jeden Fall können wir jetzt irgendwas herstellen. Waffengurt. Brieftaschen. Irgendwas kann ich doch mit dem Kackfell herstellen. Okay. Fähigkeiten, haben wir da wieder was? Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir eine Schrot, aber ich habe keine Muni für die Schrot. Ganz geil. Ich hoffe, da unten ist nochmal eine Pistole, dann nehme ich die wieder mit. Ach, das ist sogar ein Außenposten. Ja, leck mich doch. Und ich schieße so hier mit einer Schrot auf den Berg rum. Ist da meine... Eine Pistole ist nicht mehr da. Ach, scheiß drauf. Was auch immer die da gemacht haben. Ich brauche dem seine Knarre. Jungs, erledigt die. Von hinten ran. Komm schon. Komm schon. Ja, mich auch, Kumpel, mich auch. Leiche plündern. So. Wo zum Geil muss ich hin? Nachladen. Ach, das ist der hinter der Wand, glaube ich. Ist da noch wer hier? So, kommt schon, Kumpels. Gejagter Jäger. Ach komm, echt jetzt? Komm, Alter, echt jetzt? Was ist jetzt mal mit der Kacke hier?
Sind wir jetzt mal fertig mit dem Ort hier? Was auch immer das hier ist. Na, sind wir nicht. Da komm, echt jetzt? Ich habe gerade keine Munition mehr. Ganz geil. Heilen. Bro, what the fuck geht jetzt hier ab? Ich dachte es... Ich muss hier weg, ey. Bro, what the fuck? Ich möchte jetzt nicht so zu früh sterben. Ich glaube, ich muss mir gleich schon wieder was zum Heilen machen. Kann ich was herstellen zum Heilen? Herstellung. Kann ich nicht, kacke. So. Komm schon, ich muss irgendeine Waffe umtauschen. Komm, Alter, Bro. Ich brauche eine Waffe. Jungs. Ist nichts dabei für mich. Habe ich ihn jetzt? Komm schon, Alter. Bro, what the fuck? Ist einer von mir, okay. Ich muss hier rüber. So. Komm schon. Ach komm, der hat echt nur so wenig dabei. Komm. Leiche plündern. Krieg ich jetzt Muni, bitte? Ich hab ihn. Mann, du nervst. Du nervst auch. Es werden immer mehr hier. Ist das überhaupt ein Außenposten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Ort hier, wo ich gerade vollkommen falsch bin. Richtig? Ja, ganz geil. Das ist nicht mal ein Außenposten. Ne, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist die Hauptquest gerade? Was machen wir denn? Naja. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was wir machen. Einfach gucken, wie hier mit den Aufgaben weitergeht. Dann sage ich ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Gladius.